stehe hier mit Dr. Johannes Theissen, Vorstandsvorsitzender der E.ON. Und wir stehen auf dem Dach von E.ON, haben einen großartigen Blick hier über ganz Essen. Und wenn das Unternehmen E.ON in die Zukunft blickt, da stehen ja auch einige interessante Herausforderungen an. Deswegen glaube ich, Herr Dr. Theissen, dass es viele Menschen gibt, die gerade zum jetzigen Zeitpunkt sehr neugierig auf Sie sind, sehr gerne wissen möchten, was ist denn das für einer? Wie denkt der? Wie tickt der? Wie wird der zukünftig die beiden Unternehmen E.ON und Innogy, diesen riesigen Tanker, durch die Tiefen und Untiefen der Energiewirtschaft steuern? Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute hier miteinander sprechen können. Nee, danke. 4 Kinder haben Sie, inzwischen glaube ich alle weitgehend erwachsen. Ja, und das erste Enkelkind jetzt. Schon das erste Enkelkind. Gibt es irgendwas, was Sie als Vater besonders gut konnten oder können? Also ich glaube, ich habe fast keinen wichtigen Tag irgendwie bei denen verpasst. Also ob es Schultheater ist, irgendeine Sportveranstaltung. Das war mir an sich immer wichtig. Auch die Geburtstage, die Schnitzeljagd selber veranstalten für die Kinder und also irgendwie an dem Leben so ein bisschen teilnehmen. Mhm. Ich glaube, so schlecht habe ich es nicht gemacht. Das haben Sie wirklich geschafft, obwohl Sie ein Führer eines großen Unternehmens sind, die ja in der Regel unheimlich viel zu tun haben, wie wir wissen, und auch nicht immer da sind, wenn Sie da sein wollen. Stimmt, aber ich habe sogar an offiziellen Veranstaltungen dann irgendwelche Schularbeiten korrigiert und mal ein bisschen Frage-Antworten gemacht. Also das ist schon alles irgendwie drin. Die Leute, die immer sagen, sie arbeiten irgendwie, weiß ich nicht, 144 Stunden die Woche, ist alles Blödsinn. Also wer nicht auch lebt, wer nicht auch teilnimmt am Leben der Kinder, der lebt eh falsch. Ja. Können Sie ein IKEA-Bett aufbauen? Jo. Ja. Wie oft mussten Sie das schon machen? Och, also IKEA habe ich schon genug geschraubt. Gerade jetzt wieder bei der Tochter in Amerika, die umgezogen ist. Mhm. Da waren wir dann zum Hilfseinsatz und das war echte Notfalllandschaft. Also da waren wir zu IKEA. Die deutschen IKEA sind schöner als die amerikanischen. Aha. Haben da richtig eingekauft und dann haben wir 3 Tage, alle 5, also die anderen 3 Kinder, meine Frau und ich, haben 3 Tage lang geschraubt. Und da sind Sie dann echt eine Hilfe dabei? Also nicht einer von denen mit 5 Daumen an... Ja, meine Frau ist echt besser, aber okay. ich kriege das schon hin. Also wie viel Billis ich im Leben geschraubt habe, will ich gar nicht zählen. Und jetzt als Großvater, gibt es da was, wo Sie sagen, ach wie schön, das möchte ich diesem Enkelkind gerne mitgeben? Na, ich gebe offen zu, die Rolle ist noch zu neu, die ist gerade mal ein halbes Jahr alt und irgendwie ist es noch ein komisches Gefühl. Man fühlt sich so, jetzt brauche ich jetzt einen Rollator, Opa, klingt irgendwie komisch. Also, ich fremdel noch mit der Rolle. Ich finde das so ganz süß, aber die Rolle ist noch nicht angekommen. Haben Sie plötzlich das Gefühl, Sie sind dadurch älter geworden? Ja, ja. Das beginnt ja irgendwie, weiß ich, wie es Ihnen geht. Also als meine Eltern gestorben sind, hatte man das erste Mal den Eindruck, next in line. Und jetzt mit dem Enkelkind ist es auch so, dass man denkt, also ist eine neue Generation irgendwie da, ist ein neues Gefühl. Und ja, natürlich wird man älter dadurch. Mhm. Fühlt sich zumindest älter an, wenn dann jemand Opa zu einem sagt. Ne? Ja, der ist erst ein halbes Jahr, der redet gar nichts. Noch nicht. Okay. Und außerdem wird er dann wahrscheinlich Granddaddy sagen, wenn er in Amerika aufwächst. Ja, da werde ich mein Äußerstes tun, dass der Opa sagt. Also dem wird Deutsch beigebracht. Auch der kann ja gerne meistens Amerikanisch oder Englisch reden. Aber mit Opa wird Deutsch gesprochen. Ich hätte schon den Ehrgeiz, dass er, ich kann Englisch, aber ich hätte schon den Ehrgeiz, dass er auch Deutsch lernt. Okay. Sie hatten gerade Ihre eigene Familie erwähnt, Ihre Eltern. Sie kommen ja aus einem katholisch geprägten Elternhaus. Hm. Was haben Ihre Eltern Ihnen mitgegeben? Welche Werte, von denen Sie sagen, die haben bis heute in meinem Leben eine große Rolle gespielt? Also natürlich so die christliche Prägung, die ist mir weiterhin wichtig. Das ist heute ja ein bisschen aus der Mode gekommen, aber für mich ist es noch wichtig. Mhm. Und zweite vielleicht Familiensinn. Mhm. Man kümmert sich um seine Familie, man übernimmt Verantwortung auch in der größeren Familie. Vielleicht das dritte, mein Vater war Richter. Mhm. Man macht nicht nur Anweisungen. Der hat uns früh beigebracht, also argumentieren, auch die Gegenposition argumentieren und erst wenn man beide verstanden hat, eine Schlussfolgerung ziehen. Ja. Das sind so 3 Dinge, die ich von zu Hause mitgenommen habe. Das beherzigen Sie auch in Ihrem Unternehmensalltag? Das fließt so unbewusst ein. Ja, also dass ich jetzt den ganzen Tag überlege, was hat Mama gesagt, ist ja nur nicht der Fall. Aber das sind ja so unbewusste Prägungen, die sie dann mitnehmen ins Leben. Ja. Jetzt kommen Sie ja aus einer Familie von Juristen. Also ja, das ist der erste Jurist, den es bei uns gab. Also davor gab es keine. Okay. Also nur Ihr Vater war. Und es gab auch keine Vorstellungen im Leben. Ah, okay. Also das ist, aber Sie haben diese begonnene Tradition ja fortgesetzt, haben ja auch Jura studiert zunächst, haben sich aber dann eben entschieden, in die Wirtschaft zu gehen. Mhm. Was war dafür ausschlaggebend?
ganz ehrlich, einfach, dass jemand, den ich kannte aus der Uni, mich angesprochen hat. Komm doch mal zu Preußen Elektra. Ich wusste ja nicht mal, was die taten. Und ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, was Wirtschaft ist. Bei uns zu Hause war Wirtschaft ein Synonym für eine Kneipe. Wir gehen okay. in die Wirtschaft. Also von Wirtschaft hatte ich jetzt keinen besonderen Zugang. Mhm. Aber dann bin ich dahin und dann habe ich da spannende Leute kennengelernt, spannende Themen kennengelernt und irgendwann ja, bin ich ein bisschen süchtig geworden nach dem Thema. Aber ich bin nicht damit geboren irgendwie. Ja, ja. Man stellt sich Juristerei, klassische Juristerei, ja auch ein bisschen staubig vor. Ne? So, man sitzt immer nur über Akten und so. Und Wirtschaft hat ja schon auch viel mit dem Leben und mit Menschen zu tun. War es das, was Sie da angezogen hat? Beim Beruf hinterher ja. Mhm. Weil also der klassische Jurist denkt ja so als Anwalt oder Richter. Und die behandeln ja, sag mal, Dinge, die ins Wasser gefallen sind, die schiefgegangen sind. Mhm. Und in der Wirtschaft ein Jurist gestaltet hauptsächlich Zukunft und zwar, oder ist Teil der Zukunftsgestaltung mit ganz anderen Leuten zusammen. Und das fand ich sehr schnell viel spannender, als die Leichen von gestern zu flattern, die Babys von morgen mitzugestalten. Okay. Ja, zu dem größten Baby von morgen, was jetzt hier bei Ihnen gerade sozusagen schon vor der Tür liegt, kommen wir gleich zu sprechen. Ich danke erstmal für diesen schönen Beginn hier oben. Ja, ist aber schön hier, ne? Ja, und man schaut raus bis zur Innogy, aber man sieht auch, ist allein schon, finde ich super, 400.000 neue Kunden von uns. Jedes Haus, das ist Wahnsinn. So denken Sie. Ja, ist doch toll. Okay. Ist doch toll. Also bin ich ganz stolz drauf. Sitzen Sie lieber am Steuer oder werden Sie lieber gefahren? Also privat sitze ich am liebsten am Steuer. Mhm. Und beruflich meistens hinten. Es gibt da einen schönen Spruch, hat mir mal ein früherer Kollege gesagt, woran merkt man, dass man in Pension ist? Wenn man hinten einsteigt und das Auto fährt nicht los. Aber privat sind Sie schon eher derjenige, der gerne sozusagen das Lenkrad in der Hand hat? Ja, ich fahre gerne Auto. Sie fahren gerne Auto? Ich fahre gerne Auto. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie gut Sie fahren. Das werde ich jetzt gleich mal erleben. I'll give my very best. Okay, dann hoffe ich, dass Sie als Unternehmensführer so gut sind wie als Autofahrer. Alles klar. Wenn ich jetzt eine Ihrer engsten Mitarbeiterinnen zum Beispiel fragen würde, was ist denn der Herr Theissen für ein Chef? Was ist das für ein Mensch? Was würde die mir sagen? Also ich würde hoffen, dass sie sagt, der hat schon Ahnung und engagiert sich und kümmert sich auch um mich und die Themen. Mhm. Ich würde befürchten, er oder sie würde auch sagen, manchmal ein bisschen launisch und also manchmal folgt er doch den Stimmungen zu sehr. Und stimmt das? Also würde das stimmen, wenn Sie das sagen würden? Ja, ich glaube, das stimmt. Ja. Also man merkt mir schon an, wie ich mich fühle. Aha. Ich versuche das zu kontrollieren, aber es kommt schon vor, dass man mir einfach so meine Stimmung, meine Gefühle anmerkt. Aha. Ich habe mal in Ihr Horoskop geguckt, also nicht, dass ich daran glaube und ich glaube auch nicht, dass Sie daran glauben, aber man findet doch immer lustige Begriffe. Sie sind ja Waage und da steht zum Beispiel, die typische Waage ist ausgleichend, charmant, diplomatisch, fröhlich, gerecht, harmoniebedürftig, steht noch vieles mehr. Mhm. Fühlen Sie sich da gut beschrieben? Ah, das sind ja nur nette Worte, nehme ich alle. Da steht aber auch, die typische Waage sei bequem, eitel, empfindlich, arrogant, konfliktscheu, überangepasst, unentschlossen. Nee, da würde ich, glaube ich, viele von nicht für richtig halten. Also bequem passt gar nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass ich eitel bin. Also wenn Sie meine Garderobe sehen, wenn Sie auch andere Dinge sehen, wenn Sie sehen, wie ich lebe, was mache ich, wenn ich privat mich bewege, fahre ich Fahrrad. Also Statussymbole sind Ihnen nicht wichtig? Nee. Teures Auto, schicke Anzüge, nicht so Ihr Ding? Nee, ich verstehe auch nichts von Autos. Also die Autos, die man mir immer gibt, sind echt schön und groß und alles. Ja. Und, aber verstehen tue ich da nichts. Ich weiß nicht, wie viele Zylinder, irgendwas, PS die haben. Und das ist mir alles auch nicht so fürchterlich wichtig. Wofür würden Sie denn Geld ausgeben oder wofür geben Sie gerne Geld aus? Also, wir haben schon Geld ausgegeben für das tolle Haus, das meine Frau uns gebaut hat, gebe ich zu. Und wir geben gerne mal Geld aus für Kunst. Mhm. Wobei, wir haben jetzt kein Picasso oder sowas, sondern wir kaufen Kunst, die wir mögen, die uns einfach anspricht. Das sind manchmal junge Künstler, manchmal auch bekanntere. Dafür gebe ich schon gern Geld aus und dafür die Welt zu erobern. Mhm. Also reisen. Ich reise gern. Ja. Ja. Sie hatten ja auch durchaus schwierigere Zeiten, kann man sagen. Möchten Sie darüber was erzählen? Ja, ich glaube, jeder von uns teilt schwere Zeiten. Also
Das Letzte, was wirklich mich wirklich getroffen hat vor 3 Jahren, ist meine ältere Schwester mit genau in diesem Alter jetzt an Krebs gestorben. Das hat mich schon unglaublich fertig gemacht. Mhm. Und das sind so diese ganz persönlichen Dinge, die einen doch tiefer betreffen als auch die ein oder andere berufliche Niederlage. Aber das Leben ist halt nicht nur Sonnenschein. Wie gehen Sie mit sowas um? Sind Sie eher jemand, der sich dann zurückzieht, der das mit sich alleine ausmacht, oder brauchen Sie dann das Gespräch mit vertrauten Menschen? Also ich brauche dann meine Frau. Also meine Frau und ich sind wirklich eng beieinander und die Gespräche mit ihr oder einfach das Beieinandersein, das hilft dann schon. Ja. Aber ich bin nicht der dann endlos mit Gott und der Welt das teilt und bleibt schon im kleineren Kreis. Ja, ja. Sie können ja auch ganz schön hart mit sich sein. Sie haben ja vor einigen Jahren eine Diät gemacht, also eine Ernährungsumstellung, und haben im Laufe dieser Diät 30 Kilo abgenommen. Das, finde ich, zeigt, dass Sie jemand sind, der enorm diszipliniert ist und aber eben auch hart zu sich sein kann. Ist das so? Ja, Sie können die Frage ja doch auch anders stellen. Wie kommt es denn, dass Sie vorher 30 Kilo zugenommen haben und das über 30 Jahre? Okay. Ne? Ja, dann stelle ich Sie jetzt mal so. Also, dass ich immer so fürchterlich diszipliniert bin und ganz stringent das mache, nein, das ich bin da wie alle, denke ich. Also manchmal lässt man sich gehen und dann war es aber auch langsam mal das Gefühl, wenn du gesund älter werden willst, dann wird es jetzt Zeit, das mal anzugehen. Ich konnte noch vor 5 Jahren, weiß ich nicht, nach 500 Meter laufen brauchte ich ein Sauerstoffzelt. Und jetzt bin ich ganz stolz, jetzt kann ich 10 Kilometer laufen, streng mich immer noch fürchterlich an, aber ich kann das jetzt. Ja. Und jeden zweiten Tag bin ich morgens relativ diszipliniert draußen, deswegen bin vielleicht beides. Ich kann sehr diszipliniert und auch streng zu mir sein, aber ich kann mich auch ganz gut gehen lassen und das Leben genießen und lachen. Nehmen wir mal an, Sie hätten mal einen Tag frei und es wäre Ihnen verboten, in die Firma zu gehen. Was würden Sie mit so einem spontan geschenkten Tag machen? Diese Vorstellung, dass ich den ganzen Tag sitze und nur über E.ON grübele und kein Tag der Herr werden lässt, wo ich nicht über E.ON grübele, ist grober Blödsinn. Aha. Also vor ein paar Wochen habe ich das gemacht, was ich jedes Jahr mit 4 befreundeten Paaren mache. Wir sind 4 Tage durch Deutschland geradelt. Wir radeln immer irgendeinen deutschen Fluss. Und in den Tagen habe ich mein Handy praktisch nicht an. Und da denke ich ehrlich gesagt über E.ON überhaupt nicht nach. Ja. Das sind die Freunde von mir. Und dann reden wir über, was hat das letzte Jahr gebracht, wie geht es so in den Familien, was macht man so. Mhm. Also, das fällt mir gar nicht schwer. Da habe ich keine Entzugserscheinung von E.ON. Sie sind ja ein mutiger Mann. Sie sind ja hier in Nordrhein-Westfalen ein Fan des FC Bayern. Das muss man sich ja auch erst mal trauen. Wie kommt es dazu? Ja, das habe ich ja nicht beschlossen, weil ich nach Nordrhein-Westfalen gezogen bin. Das war ja schon in meiner Heimatstadt in Celle. Wie kommt Fußballprägung? Das kommt entweder durch Väter, Freunde, irgendjemand. Bei mir kam es ganz simpel. Wir hatten 1966 den ersten Fernseher. Und eines der ersten Fußballspiele, die ich im Leben gesehen habe, war in irgendeinem Messecup Steaua Bukarest gegen Bayern München. Und da hatte ich damals aus irgendwelchen Gründen beschlossen, das wäre jetzt meine Mannschaft. So. Nicht hochintelligent, verdrahtet. Das ist einfach passiert. Ja. Und, aber Sie stehen dazu. Ja, also man wechselt viel im Leben, aber nicht seinen Fußballverein. Es ist ein großer Moment jetzt in der Geschichte von E.ON. Sie haben gerade die Genehmigung für den Zusammenschluss mit Innogy erhalten. Lassen Sie uns noch mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Wie kam es überhaupt zu dieser Idee für den Zusammenschluss und wer hat die eigentlich gehabt? Also es ist einer der 3 historischen Momente in unserer Geschichte. Wenn ich so zurückschaue, die Privatisierung, ein echtes Unternehmen zu werden, Mitte der 60er, dann um 2000 Feber-Fiat-Fusion und die Ausrichtung als Energiekonzern zu werden. Und jetzt der Abschluss des Umbaus, ein Kundenunternehmen, ein Unternehmen, das die Smart Nets, die Smart Grids und die Zukunft der Energie baut. Das ist schon ja, epochal, sage ich mal. Da kann man schon historisch für den Mund nehmen. Wie kam es dazu? Wir hatten ja vor 3 Jahren unseren Umbau begonnen bei E.ON mit der Abspaltung der Kraftwerke und des historischen Geschäftes auf Uniper. Wir wussten aber, wir haben nur eine bestimmte Kapitalmenge und so
so viel anzupacken, wie wir uns vornehmen, das wird schwer. Das kann lange, lange dauern. Und dann gab es ja diese kleine Krise bei Innogy, dem Unternehmen, das ab jetzt dann zu E.ON gehören soll und E.ON wird, wo sie einfach sich ein bisschen verstolpert hatten nach ihrem Börsengang. Und es eröffnete sich aus meiner Analyse die Chance, vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit, Dinge zusammenzubringen, die zusammen noch besser sein können. Also war es Ihre Idee? Und dann habe ich eine SMS an den Vorstandsvorsitzenden von RWE, den Rolf-Martin Schmitz, war mal ein Kollege bei uns, geschickt und gesagt, ob wir einfach mal Kaffee trinken wollen. Hat er mich eingeladen nach Hause und da begann dann in wenigen Wochen, 63 Tage und Nächte, eine ganz hektische Zeit, denn die Idee muss ja beiden nützen und sie muss auch durchsetzbar sein. Sie muss gut sein für die Kunden, muss gut sein fürs Land, gut sein für RWE und E.ON. War schwer, aber wir haben das unter Blut, Schweiß und Tränen hingebracht. Und da bin ich ganz stolz drauf. Jetzt kommen da zwei Unternehmen zusammen, die beide relativ groß sind, beide ihre eigene Qualität haben. Jetzt prallen da ja auch zwei Unternehmenskulturen aufeinander. Wie wollen Sie damit umgehen? Wie wollen Sie aus diesen Unterschieden eine gemeinsame Kultur bauen? Also einmal glaube ich, wenn man genau hinschaut, haben wir viel mehr gemeinsame Geschichte als trennende. Denn ist ja kein Zufall, wir sind ja fast Nachbarn. Ja. Wir sind in ganz ähnlichen Ländern unterwegs, in ganz ähnlichen Geschäften. Auch wenn Sie lesen, wie wir uns die Welt denken, ist das sehr ähnlich. Also wir haben viel mehr gemeinsam. Was ein bisschen vielleicht uns trennt, ist, als es vor 3 Jahren mit beiden neu losging, und länger ist es gar nicht her, hat Innogy sehr viel nachgedacht darüber, wie muss man sein als Mensch, als Führungskraft, um vielleicht weniger Fehler zu machen und mehr Möglichkeiten zu schaffen. Also die haben sehr über das Wie nachgedacht, das Wie arbeiten, wie sich verhalten. E.ON hat mehr darüber nachgedacht, wohin soll die Reise gehen und was muss man auf dem Weg beachten. Also die haben mehr über das Wie, ja, und wir mehr über das Wohin nachgedacht. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, man braucht beides. Und von daher habe ich schon, glaube ich, die Vorstellung, wir können eine gemeinsame, bessere Unternehmenskultur prägen, die dem gemeinsamen Wohin einen besseren Weg gibt. Sie hatten, was die zukünftige Führung angeht, ja schon angekündigt, dass die Führungskräfte sich zu gleichen Teilen aus beiden Unternehmen rekrutieren werden. Was bedeutet dieses Zusammengehen aber für die ganz normalen Mitarbeiter? Wir alle müssen zusammenwachsen ein Stück weit. Und ich möchte natürlich, dass möglichst schnell die Teams, die Menschen miteinander arbeiten und reden. Wer miteinander arbeitet und redet, hat keine Zeit, übereinander zu reden. Deswegen müssen wir nicht nur die Führungskräfte zusammenbringen, wir müssen auch die Mitarbeiter zusammenbringen und miteinander überlegen, wie können wir die Fantasie, diesen Traum einer besseren Energiewelt, die den Menschen nützt und die Welt rettet, wie können wir das möglich machen? Und da werden wir ganz viel dran tun. Wir wollen mit Unternehmenskultur auch sehr viel starten. Und wir werden viel Kraft reinsetzen und ich habe das persönlich auch zu meinem Thema gemacht, dass ich mich persönlich darum kümmere. Und ja, dann schauen wir mal, wie gut es wird. Aber also ich habe Lust. Wenn die Mitarbeiter Lust haben, dann kann es gut werden. Jetzt haben wir ja schon einiges gehört darüber, was bedeutet dieser Zusammenschluss für das Unternehmen? Was bedeutet er für die Mitarbeiter? Was bedeutet er für die Kunden? Was bedeutet er für Sie ganz persönlich? Also für mich ganz persönlich sage ich auch sehr offen, ich bin jetzt 30 Jahre bei E.ON. Das ist eine lange Zeit und wir hatten spätestens um die letzte Dekadenwechsel rum fast eine existenzielle Krise, wo man nicht jeden Abend ins Bett gegangen ist mit der Gewissheit, dass das Unternehmen, sag mal, sich so reformieren kann, dass es Zukunft gewinnt. Ich stehe hier heute und ich bin an sich sehr, sehr optimistisch, dass wir jetzt die Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir eine gute Zukunft wieder frei gestalten können. Nicht mehr unter Angst und Bedrängung, schon mit immer knapp, immer angespannt, immer heißen Atem im Nacken, aber wir werden sehr viel frei sein wieder. Wir werden wieder neu gestalten können und wir können die Zukunft gewinnen. Und dass mir das Schicksal, sagen wir mal, ein Stück weit beschieden hat, dass ich das noch zum Abschluss bringen darf, nachdem ich auch in der existenziellen Krise da war, da ist man schon, da empfindet man schon viel Dankbarkeit. Ganz viel Respekt, Demut, weil man weiß, wie es auch anders sein kann und wie es anderen geht. Aber auch echt viel Dankbarkeit und auch heimlich so ein bisschen Stolz.
Sie haben mal gesagt, wichtiger als Macht ist mir Verantwortung. Wie lange wollen Sie die Verantwortung denn überhaupt noch tragen für dieses ganze Gebilde? Denn es gibt ja schon Gerüchte, die sagen, 2021 könnte es sein, dass Sie vom Schiff gehen. Ja, also grundsätzlich habe ich das erklärt, weil dann bin ich die unvordenkliche Zeit von 19 Jahren DAX-Vorstand in einem Unternehmen und dann insgesamt 11 Jahre Vorstandsvorsitzender. Bin dann auch schon langsam 62, da hat man so den Eindruck, man sollte auch noch gehen, wenn es manche noch bedauern und nicht, wenn alle fragen. Aber das Ganze bleibt immer unter dem Vorbehalt, wenn die Pflicht es erfordert, das Unternehmen kommt immer zuerst. Wenn die Umstände es erfordern, dann wird das angepasst. Aber ich wäre schon dankbar, wenn wir das ist ja auch die Planung, die wir den Kunden, den Mitarbeitern, den Kapitalmarkt gesagt haben, dass 21 alles so geregelt ist, dass es beieinander ist und gut ist. Wenn das einen natürlichen Abschluss gefunden hätte, ach, dann könnte ich mir mal auch vorstellen, ein paar Monate in Vancouver zu leben. Ich finde die Stadt so schön. In Vancouver? Warum dort? Ich finde, Vancouver ist ein Traum. Die Kanadier sind so die... sind so die Mischung von Europäern und Amerikanern. Die haben den Optimismus der Amerikaner ohne diese ständigen Zukunftsängste, aber gleichzeitig haben sie Kunst, kulturell und ökologisches Verständnis der Europäer. Und die Stadt liegt am Meer und mitten in den Bergen, ist ein Mischtegel von Asiaten und Europäern. Also es gibt für mich keine aufregendere und schönere Stadt an sich als Vancouver. Hat nur keine Geschichte, ist mal gerade 100 Jahre alt, aber gut, aber ist einzigartig. Ja, mal schauen. Ich danke Ihnen erstmal sehr, wünsche sehr viel Erfolg für diese große Herausforderung, die vor Ihnen und Ihren Mitarbeitern liegt. Und ja, wenn alles gut geht, dann in, was haben wir jetzt, 19, in 3 Jahren, gute Reise nach Vancouver. Ja, viel wichtiger, in 10 Jahren ist dann 100 Jahre E.ON/Faeber. Und da kommen Sie dann wieder zurück. Da bin ich noch frisch genug. Dabei, also ich würde mich sowas von freuen, wenn dann am 100. Geburtstag das Unternehmen toll zusammengewachsen ist, größer geworden ist, noch besser geworden ist, von den Kunden geschätzt wird, von der Gesellschaft als Lösung erlebt wird und einen einfach geilen 100. Geburtstag feiert. Also da bin ich dann aber auf jeden Fall dabei. Okay. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Danke, Frau Fried.